Nach der Gewalt und den Übergriffen in der Silvesternacht kümmern sich einige Deutsche lieber selber um ihre Sicherheit. Wie finden Sie es, dass sich zum Beispiel Bürgerwehren gründen? Was halten Sie von eigenen Aktionen für die Sicherheit? Nachgefragt in Berlin. Ich denke nicht, dass man ohne Hintergrund sowas tun sollte. Und Bürgerwehren neigen dazu, etwas hysterisch zu reagieren. Wir sollten lieber darin investieren, irgendwie die Polizei aufzustocken und da zu arbeiten, anstatt den Job der Polizei zu übernehmen. Ich kann es sehr gut verstehen. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Aber ich selber werde es nicht machen. Warum können Sie es verstehen? Weil die Leute Angst haben, weil sie von Merkels Politik völlig frustriert sind. Würde ich nicht unterstützen, fände ich nicht gut. Und wie gesagt, eigentlich ist er für eine Polizei gedacht. Dafür bezahle ich meine Steuern. Also grundsätzlich von privater Gewaltherrschaft halte ich überhaupt nicht. Ne? Aber es ist natürlich ein Problem zurzeit, dass die Polizei reduziert wird überall. Und da muss politisch natürlich eine Veränderung passieren. Ich denke, dass wir uns noch auf die staatliche Ordnung an der Stelle verlassen sollten und noch nicht auf solche Instrumente zurückgreifen müssen, hoffentlich. Ja, und was auch sicher ist in jedem Fall, hier kommt jetzt die Drehscheibe. Und dazu herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Aber viele Menschen haben tatsächlich das Gefühl, sich nach den Übergriffen in der Silvesternacht selbst um die eigene Sicherheit kümmern zu müssen. Die einen besuchen deshalb einen Selbstverteidigungskurs, andere kaufen sich Pfefferspray. Oder sie gründen eben eine Bürgerwehr, zumindest erstmal im Internet. Was ist da wirklich dran? Und was ist da überhaupt erlaubt? Eine Facebook-Gruppe versammelt sich in der realen Welt. Es sind allerdings nicht alle 14.000 Mitglieder gekommen, aber immerhin rund 50 Freiwillige sind da. Okay, noch einer für Gruppe 2. Düsseldorf passt auf. Unter diesem Namen hat Initiator Tofik Hamid auf Facebook zu dem Treffen aufgerufen. Der Plan, in mehreren Gruppen sollen Freiwillige, die sich bei Hamid registriert haben, durch die Düsseldorfer Altstadt patrouillieren. Man will einschreiten, wenn Menschen bedrängt werden, allerdings ohne Gewalt anzuwenden, so Hamid. Es geht hier nicht nur um Frauen, es geht um alles, was schwächer ist. Alles, was angegriffen werden kann, alles, was angegriffen wird. Okay? Es geht alles. Wir nehmen niemanden fest, wir laufen nicht mit Fackel und Mistgabel durch die Stadt, um irgendwelche Leute hier zu verjagen. Wir sind nicht die Polizei, wir sind nicht da, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Wir sind einfach nur da, um den Menschen zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Die Freiwilligen laufen in Fünfergruppen durch die Altstadt. Mit dabei ist Barbara Kinzel. Sie wurde vor 2 Jahren hier ausgeraubt. Deshalb will sie nun helfen und für Sicherheit sorgen. Ich bin jetzt als einzige Frau auch in einer Gruppe mit. Ich bin eigentlich nicht da, um wenn irgendwas ist, da einzugreifen, großartig, sondern nur, wenn irgendwas passieren sollte. Sind die Frauen eigentlich dann da, dass man zum Beispiel ein Mädel dann nimmt, mit der auf die Wache geht und da mithilft und so. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir sind nicht da, um zu randalieren oder eine Bürgerwehr zu sein, sondern wir wollen dann Unterstützung sein. Die selbsternannten Patrouillengänger werden von der Polizei mit Argwohn beobachtet. Die sieht es nämlich nicht gern, wenn andere ihren Job übernehmen wollen. Und auch Psychologen wie Katrin Streich sehen Bürgerwehren eher kritisch. Da tun sich Menschen zusammen, die nicht ausgebildet sind dafür, dass sie hier sich auf die Lauer legen, beobachten, Menschen möglicherweise festhalten. Und ein weiterer Grund, warum ich das bedenklich finde, ist, dass ja auch innerhalb einer solchen Gruppe, einer Bürgerwehr, auch eine bestimmte Dynamik entstehen kann. Und die Frage ist, wie kontrollierbar ist das dann noch? Allerdings, fragt man auf der Straße, halten viele Bürgerwehren für eine gute Idee. Und auch im Netz hat die Initiative einen Nerv getroffen. Innerhalb kurzer Zeit ist die Facebook-Gruppe auf über 14.000 Mitglieder angewachsen. Ich bin zwar kein Düsseldorfer, aber einfach präsent sein. Dafür bin ich auch in die Gruppe eingetreten, einfach zu zeigen, wir sind da. Und wenn irgendwo was passieren sollte, würde ich auch sofort eingreifen, wenn man eine Frau anfassen würde, beziehungsweise wenn ich was sehen würde. Wir sind keine Freunde von Gewalt. Wir möchten aber jede Ungerechtigkeit bekannt machen. Ein löblicher Ansatz, aber wie soll das konkret ablaufen? Die Polizei meint, die selbsternannten Düsseldorfer Aufpasser seien eher eine zusätzliche Belastung. Ich glaube, die Polizei und Justiz kann nur solchen Bürgerwehren entgegentreten, wenn sie selber ein präsentes Auftreten haben, wenn sie ansprechbar sind, wenn sie durchgreifen, wenn sie Erfolge haben. Ich glaube, das ist das beste Zeichen, wie man dagegen vorgehen kann. Irgendwo einschreiten musste die Freiwilligenpatrouille an diesem Abend übrigens nicht. Und die nächsten geplanten Rundgänge wurden erst einmal abgesagt.